Meine lieben Schafe, ich präsentiere euch heute den neuesten Gag aus dem Bistum Chur. Bitte schön. Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide werden mit dem Tod bestraft. Ihr Blut soll auf sie kommen. Sehr gut. Und jetzt sag mal, dass das ein Gag ist. Das ist so. Nein. Mach den ganzen Satz fertig. Das ist so. Ich bin natürlich... So Schwule unterstützen wir nicht. Wenn Sie Katholik sind, treten Sie aus der Kirche aus. Treten Sie aus und sparen Sie die Kirchensteuern. Spenden Sie das Geld lieber an irgendwelche Hilfsorganisationen und Vereine, die Sie kennen. Schicken Sie das direkt in Richtung Philippinen. Und wenn Sie das Geld auf einmal in den Händen haben und denken, Donnerwetter, das ist aber viel, dann spenden Sie halt nur die Hälfte. Und fliegen Sie mit der anderen Hälfte in Urlaub. Kommt immer noch mehr an als vorher. Oh ja, schau mal, für was die Kohle brauchen. Wir sind da in der bischöflichen Wohnung. Wohnung? Das ist ein fucking Schloss. Sein Zimmer ist der Salon. Stopp. Dude, seriously? Hast du mal gesehen, wie es da aussieht? Hast du mal gehört, wie es da aussieht? Ernsthaft, du brauchst dringend einen schwulen Freund, der dich einrichten hilft. Wir sind jetzt im Rittersaal vom bischöflichen Schloss. Was passiert einmal in diesem Saal, wenn jetzt nicht der Sommertag zu Gast ist? Je nachdem, also der Saal dient einfach grösseren Gruppen, grösseren Gemeinschaften. Und jetzt mal im Ernst. Woher kommt die Homophobie beim Vitus Wunder? Der David Berger, er ist jahrelang selber im Vatikan tätig gewesen. Und er hat seine ganz eigene Theorie. Ich habe sogar erlebt, dass gerade diejenigen, die besonders homophob agiert haben in ihren Äußerungen, die sich als besonders konservativ geriert haben in der katholischen Kirche, dass gerade diese Leute selber homosexuell sind, dass man die am gleichen Abend dann in Schwulenpass getroffen hat. Das ist so, ich bin natürlich... Ich gehe auch nicht mehr beichten. Mache ich nicht. Nee, ich habe Schiss, dass der anfängt zu quatschen. Wirklich, ich will's nicht hören. Beheize dich, Mann. Beheize dich. Für mich ist es unverständlich, wenn man eine Institution, die jahrelang, Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte lang, ein sicherer Hafen für Pädophile war, als moralische Instanz überhaupt noch ernst nehmen kann. Und wenn jetzt das mit den Pädophilen vielleicht ein bisschen zu Herz ist, es gibt auch noch simplere Gründe, warum man die katholische Kirche nicht allzu ernst nehmen kann. Die katholische Kirche kann keine Homos segnen. Eher segnet der Papst einen Gartenzwerg. No joke! Zum Beispiel den hier, namens Faunus. Vom Bezirksverband Hannover, der Kleingärtner e.V. Am Mittwoch war die Audienz beim Papst. Wir haben unseren Faunus mitgenommen, denn der sollte ja gesegnet werden und ist auch am Ende der Audienz vom Papst gesegnet worden. Der Fotobeweis, frisch gesegnet vom Vatikan. Stellen Sie mal eine Frage. Wenn es den da oben wirklich geben sollte, egal wie der heißt, glauben Sie, der findet gut, was die Vertreter hier unten machen? Ich tippe auf ein knappes Nein. Aber fertig mit dem Bashing. Wir wollen ja nicht das Gefühl von Andersdenkenden verletzen. Das überlassen wir dem Bischof Wunder. Darum zum Schluss jetzt noch die Frage. Wie fühlen Sie sich, Herr Bischof? Ich bin sehr betroffen. Ganz ehrlich, ich auch.